Playoff-Viertelfinale, Spiel Nummer 3 zwischen den Kaslaskis und dem ESV Kaufbeuren. Es ist eine Serie, die ja spannender nicht sein kann. Die Spiele sind sehr, sehr eng. Kaufbeuren ging bislang zweimal als Sieger hervor, will heute natürlich wieder in Kassel den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale legen. Denn heute ein Sieg für Kaufbeuren und man geht 3:0 in Führung. Spiel 4 wäre ein Heimspiel. Die Kaslaskis wissen, also der Druck ist hoch. Und heute soll es der Mannschaft von Team Kieler den Anschluss besorgen. Hier in der Kassel-Sporthalle mit dem 1:2 würde man wieder rankommen. Aber wir gucken zuerst einmal auf die Playoff-Spielstände aktuell. Da sieht man die Löwen Frankfurt 0:2 gegen die Dresdner Eislöwen. Genauso die Kaslaskis gegen den ESV Kaufbeuren. Freiburg verliert die dritte Partie gegen die Ravensburg Tower Stars, die damit mit 2:1 in Führung gehen. Und die Heilbronner Falken und die Tölzer Löwen bislang mit 1:1. Wir blicken also auf diese Partie zwischen Kassel und Kaufbeuren und wir werfen ebenfalls einen Blick auf die Aufstellung von den Gästen von dem ESV Kaufbeuren und Andreas Brockmann. Der Dalgic wird weiterhin starten. Volodya Scharipow, Andreas Brockmann ohnehin. Keine Veränderung. Florian Ketterer zusammen mit Julian Eichinger, Dennis Pfaffengut mit Alexander Thiel und Philipp de Pally mit Fabian Kutziol bilden die Verteidigung der Gäste und im Sturm Sami Blomqvist, Antti Kedele und Max Lukas mit Tobias Wörle, Brandon Gracell, Joseph Lewis, Kelvin Pokorny, Jere Laaksonen, Max Schmiedle und Daniel Oppolzer, Florian Thomas mit Jonas Wolter sorgen unverändert für die Offensivpower bei den Gästen aus Kaufbeuren. Zweimal hat es bislang geklappt. Warum nicht auch ein drittes Mal? Aber wir gucken natürlich auch auf die Aufstellung der Gastgeber um die Mannschaft von Tim Kehler. Da wird Jerry Kuhn im Tor starten vor Leon Hungerecker. Dann Dennis Schiverin zusammen mit Stefan Tramm, Maximilian Adam neben Spencer Humphries und Derek Dinger mit Marius Galzi in der Verteidigung. Und im Sturm Ben Duffy mit seinen beiden Außen, Alexander Karacun und Ryan Moser. Justin Kirsch mit Corey Trevino und Austin Carroll. Und in der dritten Reihe Luis Spitzner mit Erik Valentin und Patrick Klöpper. Und in der nominell vierten Reihe ist Michael Christ und seine beiden Außen Nuridin Betterhaar und Nick Walters. So viel also zu den aktuellen Ständen und zu den Aufstellungen der beiden Teams. Und ich würde sagen, wir gehen rein in Spiel 3. Playoff-Viertelfinale. Die Kaslaskis empfangen die Gäste aus Kaufbeuren. Und es geht rein ins dritte Spiel des Playoff-Viertelfinals. Und wir gehen rein in die 37. Begegnung zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Kaslaskis seit ihrer Geschichte. Und wir gehen rein in Spiel 3 der Playoff-Viertelfinals der beiden Teams. Kassel heute zu Hause wieder umso mehr gefordert. Und Kaufbeuren, ja, die machen bislang alles richtig. 2:0 in der Serie. Heute auswärts erneut einen Sieg. Und man kann wirklich sich getrost zurücklehnen. Fast. Denn dann führt man 3:0. Heute aber hier erstmal in der Eissporthalle Kassel wieder gefordert. Die Mannen aus Kaufbeuren um Trainer Andreas Brockmann. Und Kassel wird ja hier einiges dagegen haben, wieder zu Hause zu verlieren. Die erste Partie unterlag man 2:3. Auch da war es nur knapp. Bis 10 Sekunden vor Schluss führte man ja die Begegnung, ehe dann Joey Lewis für den Ausgleich sorgte und Max Lukas hier schon mit dem ersten gefährlichen Schuss in Richtung Jerry Kuhn. Julian Eichinger, Ketterer, da ist wieder Lukas. Kaufbeuren von Beginn an wieder mit viel Zug zum Tor und Max Lukas bringt den ESVK in Führung. Und sie sind, und das können wir, glaube ich, hier festhalten, bislang nicht zu stoppen in diesen Playoffs. Jerry Kuhn, der kann da absolut nichts machen im Nachfassen. Den ersten Schuss hat er noch geblockt, hier die erste Gelegenheit. Und dann aber der Kaufbeurer schneller dran als Dennis Schiverin, der Verteidiger. Und schon steht es 1:0 für die Gäste aus Kaufbeuren. 3 Minuten, 36 Sekunden gespielt. Trevino bringt die Scheibe auf Austin Carroll.
Und Kassel gerät hier zunehmend unter Druck. So hat man sich den Beginn zu Hause im Viertelfinale Spiel 3 mit Sicherheit nicht vorgestellt. Und die Playoffs, sie schreiten voran. Wir sind in den Spielen Nummer 3. Und da könnten schon bald die ersten Entscheidungen fallen. Wir haben es gesehen. Dresden führt 2-0. Kaufbeuren führt 2-0. Ravensburg führt 2-1 gegen Freiburg. Und ja, Heilbronn und Tölz aktuell 1-1. Es bleibt also spannend. Wer kommt ins Halbfinale? Wer kann weiterhin im Kampf um den Titel hier mitmischen? Virtuell. Es bleibt spannend. Wörle auf Ketterer. Wartet, bis Schmiedle kommt. Laaksonen mit dabei. Thiel Laaksonen. Und auch der nicht ungefährlich. Aber diesmal Stefan Tramm schneller. Und auf der anderen Seite Kassel mit Luis Spitzner. Und der war so wichtig. Und der junge Luis Spitzner, der schon in der ersten Partie getroffen hat, zwischenzeitlich das 2-1 erzielt, hat das einzige Tor in Kaufbeuren vorbereitet, was Patrick Klöpper erzielte. Und hier punktet er erneut im Playoff-Viertelfinale. Wunderschöner Schuss. Und dann Jan Dalgic auf dem falschen Fuß erwischt. Und den kann er machen. Den Treffer für die Kasselaskis. 9 Minuten 10 gespielt. Valentin und Tramm, die beiden Vorlagengeber. Und hier steht es 1-1. Und jetzt mit Sicherheit der Knoten vielleicht geplatzt bei den Kasselaskis, die ja bis zum 49. Spieltag in der Deutschen Eishockey Liga 2 Tabellenführer immer wieder waren. Lange Zeit auf Platz 1. Dann kam ein wenig der Einbruch, der allerdings nicht extrem war. Am Ende hieß es dann Platz 2 für die Kasselaskis. Und den hat man sich tatsächlich redlich verdient. 49. Spieltag mit 89 Punkten gleich mit den Löwen Frankfurt. Dann gab es die Niederlage nach Penalty gegen Bayreuth. Dann gab es die Niederlage zu Hause gegen Tölz. Da hat man den Anschluss verloren. Dann gab es die Niederlage gegen Freiburg. Und am letzten Spieltag gab es dann das 4-0 zu Hause gegen die Bietigheim Steelers, was letzten Endes den zweiten Platz sicherte. Ansonsten wäre der IHC Freiburg auf dem zweiten Platz gelandet. Kassel nochmal alles gegeben, diese kurze Durststrecke abgestellt. Und jetzt also gegen Kaufbeuren in einer wirklich bislang hart umkämpften Serie. Auch wenn die Mannschaft aus Kaufbeuren bislang mit 2-0 in Führung geht. Die Spiele, sie waren eng. Die Spiele, sie bleiben eng. Und hier haben wir noch etwas weniger als 3,5 Minuten im ersten Durchgang. Christ. Vielleicht nochmal die Gefahr in Richtung Jan Dalgic. Gute Schussgelegenheit von Mario Scalzo. Der bringt die Scheibe auf Ryan Mosel. Also die Huskies jetzt doch etwas gefährlicher. Ende des ersten Durchgangs. Nachdem man vielleicht schon die Befürchtung hatte, dass man ja diesen Anfang der Partie wieder verschlafen hat. Aber es bleibt weiterhin stark umkämpft. Scalzo auf Christ. Nochmal Scalzo. Vielleicht eine Gelegenheit noch. Ryan Moser. Scalzo abgefälscht. Und die letzten 7 Sekunden noch einmal die Kasselaskis. Alexander Karatschun. Rückhand. Aber Jan Dalgic ganz, ganz sicher. Und wir gehen mit dem 1-1 in die erste Drittelpause. Max Lukas und Luis Spitzner, die beiden Torschützen auf der jeweiligen Seite. Schüsse relativ ausgeglichen, die Zeit in der Offensive ebenfalls, auch die Passquote. Aber Bullies, da konnten sich die Huskies heute bislang noch nicht durchsetzen. Nichtsdestotrotz, es steht 1-1.
alles noch drin für beide Teams. 40 Minuten haben wir mindestens noch zu sehen und wir gehen rein in Abschnitt Nummer 2. Und die Fans, sie feuern ihre Mannschaft an. Nach dieser grandiosen Saison möchte man natürlich auch so weit kommen wie möglich, möchte man am liebsten, zumindest hier virtuell, den Meistertitel holen. Schäferin, der legt ab, aber das war falsch, da war Grelle. Und letzte Saison noch den 7. Platz und die Pre-Playoffs. War es dieses Jahr der 2. Platz. Und das war eines der besseren Ergebnisse der Kaslaskis. Letzte Saison scheiterte man ja in der Serie gegen Krimitschau in den Pre-Playoffs mit 1:2. Für Krimitschau dann gegen den späteren Finalisten, die Löwen Frankfurt, mit 1:4 im Viertelfinale ausgeschieden. Jerry Kuhn, letzte Saison beste Fangquote als Torhüter, 94,44%. Stark aufgespielt. Und auch hier in dieser Saison immer wieder die Stütze in der Kassler Defensive im Tor der Kasslerskis. Jerry Kuhn. Und hier sind sie wieder, Huskies im Vorwärtsgang über Justin Kirsch, Dennis Schäferin, Austin Carroll. Und sie sollen da vorne weiterhin für Trouble sorgen. Sollen die Tore machen. Schäferin direkt ab, aber Austin Carroll. Und nochmal. Aber da schlägt ein Luftloch. Glück für den DSVK. Spencer Humphries. Und dann ist es wieder Jan Dalgic, der Vortritt bekommt vor Ilya Scharipov. Denn ja, Andreas Brockmann braucht nicht viel ändern. 2 Spiele gemacht, 2 Siege eingefahren. Die Mannschaft hat sich da gut auf die Mannschaft von Tim Kehler eingestellt. Und wieder der ESVK über Pfaffengut, über Thiel, Pokorny! Und der war nicht ungefährlich. Lachs und entsteht da im Slot. Und will die Scheibe abfälschen. Wieder Kaufbeuren. Schniedle. Sie suchen die Lücke. Pfaffengut. Scheibe bleibt in den Reihen des ESVK und Valentinov Klöpper. Kassel oder Kaufbeuren. Schön reingespielt. Wieder Luis Spitzner und Jan Dalgic. Warum nicht? So denkt er sich. Kann man mal mit dem Schuss wagen in Richtung Jan Dalgic, der in diesen beiden Viertelfinalpartien 3 Gegentreffer hinnehmen musste. Und wieder Kassel. Marius Calzo. Abgeblockt. Und dann die Scheibe über Alexander Thiel wieder nach draußen gebracht. Jetzt auf die andere Seite. 4:3. Überzahl. Nächste Schussgelegenheit. Und Patrick Klöpper. Ben Duffy. Jetzt ist Platz da. Ben Duffy eingekesselt. Aber kommt trotzdem zum Abschluss. Hält die Scheibe. Hinten auf Alexander Kiratschun. Der legt ab auf Ryan Moser. Und dann aber der Verteidiger des ESVK dazwischen. Max Lukas. Auf Antti Kerele. Philipp de Pally. Kurzirol. Ah, Scheibenverlust. Und es ist weiterhin stark umkämpft. Sie probieren es. Beide Teams mit Schüssen in die richtige Richtung. Und Jerry Kuhn und Jan Dalgic, die beiden Keeper, hochkonzentriert. Heute das 3:0 für Kaufbeuren. Und man könnte die Huskies zu Hause mit einem Sweep in die virtuelle Sommerpause schicken. Philipp de Pally. Und ich denke, das wissen die Huskies ebenfalls. Heute eine Niederlage zu Hause. Und es wird extrem schwer. Nichtsdestotrotz, alles ist noch möglich. Und sie antworten. Sie antworten völlig richtig. Und da ist das 2:1 durch Nick Walters. Die nominell 4. Reihe. Nick Walters mit Michael Christ und Nureddin Bettaha. Und dann geht's manchmal so einfach
Verteidiger nicht nah genug dran. Philipp de Pally und Fabian Kutzirol. Und Jan Dalgic überrascht auf der rechten Seite. Und deshalb die Führung für die Kaslaskis. 2:1. Chevrin. Und jetzt müssen die Huskies dieses Ergebnis halten und ausbauen. So natürlich jetzt die Marschrichtung von Tim Kehler. Aber Kaufbeuren kommt. Über Wolter. Und er zieht ab. Und erwischt den Verteidiger. Dennis Chevrin war schmerzhaft, aber das gehört natürlich hier dazu. Wieder der ISVK. Nuridin Betaha. Christ. Chevrin. Wenn man nachlegen könnte, auf Seiten der Kaslaskis, das wäre schon was. Und dieser Nick Walters, der hat jetzt hier Gefallen gefunden. Der Mann mit der Nummer 25 der Kaslaskis. 26 Jahre jung. Deutsch-kanadische Staatsbürgerschaft. 2012 an 116. Position von den St. Louis Blues gedraftet. 4 Spiele in der American Hockey League hat er gemacht. Für die Peoria Riverman. Kam 2018 zu den Kaslaskis. Und hier hat er ein ganz wichtiges Tor gemacht. Und da ist Brendan Gracell. So kurz vor der Pause. Wieder der Ausgleich. Brendan Gracell, Tobias Wörle und Joey Lewis. Seine dritte Vorlage in diesen Playoffs. Und Brendan Gracell hier noch. Die Scheibe, Jerry Kuhn kann sie nicht festhalten. Und Gracell der Erste, der da schalten kann. Und das wird Andreas Brockmann und Sebastian Osterlo mit Sicherheit gefallen. Und 2:2, nur wenige Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts. Kaufbeuren lässt nicht locker. Kassel mit der erneuten Führung. Und Kaufbeuren gleicht aus. 2:2 also. Nach 40 Minuten. Und wir dürfen gespannt sein. Nach einer kurzen Pause geht es rein in den Schlussabschnitt zwischen den Kasselaskis und dem ISV Kaufbeuren. Kaufbeuren offensiv geprägt, auch die Checks physisch sehr, sehr geprägt. Die Offensivzeit dementsprechend auch ein bisschen höher. Und jetzt aber im Mittelabschnitt die Kasseler endlich mit den entscheidenden Bullies. So erhöhte man auf 2:1, aber kurz vor Ende dann Brendan Gracell, der den Ausgleich erzielt. Und wir gehen also in einen richtig spannenden Schlussabschnitt. 20 Minuten noch in dieser regulären Spielzeit. Und eine Frage, die beantwortet werden möchte. Kassel 1:2 oder Kaufbeuren 3:0 in dieser Serie? Das ist die Frage. Wir gehen rein in den Schlussabschnitt. Kerle. Ben Duffy. Und wie hoch ist die Nervosität? Wie groß ist der Druck, den man sich selber in den Köpfen setzt bei den Kasslern? Heute eine Niederlage und man hat einen sehr, sehr schweren Stand in diesem Playoff-Viertelfinale. Kerele gegen Duffy. Sami Blomqvist. Wird gestoppt. Guter Check da von Stefan Tramm. Aber dann der Fehler und es ist Max Lukas, der die Scheibe in Richtung Jerry Kuhn bringt. Der Mannheimer, dessen Vertrag bis 2022 läuft, genauso wie der von Joey Lewis und der von Stefan Feiss. Das ist Ryan Moser. Gefährlicher Gewaltschuss, aber Jan Dalgic mit dem sehr guten Stellungsspiel. Tobias Wörle. 4 Minuten vorbei im Schlussabschnitt. Weiterhin 2:2.
Spannung bleibt aufrecht. Joey Lewis, der Kaufbeuren hier in Kassel, Spiel 1 quasi gerettet hat mit seinem Treffer. 10 Sekunden vor Ende der Partie zum Ausgleich. Börle. Und wieder Joey Lewis. Der lauert vor Jerry Kuhn. Aber Alexander Karaciul mitgedacht. Und die Scheibe geht erstmal nach draußen. Karaciul. Kassel mit der Offensive. Spencer Humphries. Corey Trevino. Und die Scheibe da lang abschirmen. Und dann der Fehler und Ossikuro. Riesenglück für Kaufbeuren. Das hätte auch durchaus der Treffer der Huskies werden können. Karaciul, Pokorny holt sich die Scheibe. Julian Eichinger, Vierraum und er macht das Ding. Julian Eichinger für den ESV Kaufbeuren. Ja, ist denn das zu fassen? Und es ist sein erster Punkt in diesem Playoff-Viertelfinale. Und das bringt Kassel an den Rande des Wahnsinns. 3:2, erneut die Führung. Aber zum ersten Mal für den ESV Kaufbeuren. Zweimal führten die Huskies. Und Schmiedle, nächste Chance. Nein, einmal führte Kaufbeuren. Dann konterten die Huskies zum 2:1, so rum. Und jetzt erneut. Zwei Tore des ESVK bringen die Gäste wieder in Führung. 10:31 noch auf der Uhr. Die Frage lautet, wie wird man dieser Mannschaft her? Nochmal Kassel. Ein Treffer braucht man. Austin Carroll! Ja, ist das zu glauben. Weltklasse-Partie, die wir hier erleben dürfen. Und es steht 3:3. Eishockey kann manchmal so einfach, aber so effektiv sein. Und Austin Carroll lässt die Huskies wieder jubeln. In Phoenix geboren, 26 Jahre jung. Erste Saison in Deutschland. Erste Saison außerhalb von Nordamerika und Kanada. Und ganz wichtiger Treffer von Austin Carroll. Nächste Gelegenheit! Und hier ist die Hölle los. Spitzner bringt die Scheibe nicht vorbei an Thiel. Lukas, 8 Minuten noch. Müssen wir hier in Kassel erneut in die Overtime. Beide Mannschaften reizen diese Partien hier durchaus aus. Thiel, das Pfaffengut. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Pfaffengut! Mit dem Gewaltschuss in Richtung Jerry Kuhn. Humphries bringt den Puck nach vorne auf Patrick Klöpper. Lange Scheibe. Aber keiner da, der den Pass annehmen kann. Walters mit dem abgefangenen Puck. Und Jan Dalgic. Kassel drückt. Man will hier nicht in Overtime. Man will diese Partie zwingend gewinnen, um den Druck aus dieser Serie rausnehmen zu können fürs Erste. Derek Dinger. Spencer Humphries geblockt. Kerele auf Wolter. Keine 4 Minuten mehr. Sollte hier noch ein Treffer fallen, dann ist das möglicherweise der Entscheidende. Was eine Serie zwischen diesen beiden Mannschaften. Und hier nochmal die Chance von Wolters. 3:22 auf der Uhr. Duffy gegen Thomas. Marius Galzo verliert die Scheibe. Und auf der anderen Seite Kaufbeuren mit der Gelegenheit. Philipp Depalli, Oppolzer. Thomas bringt die Scheibe in Richtung Tor. Und Kaufbeuren ebenso wie Kassel nur einen Schuss vom möglichen Siegtreffer entfernt. Nächste Gelegenheit und Jerry Kuhn. Guter Schuss da von Florian Thomas, der als Center zusammen mit Daniel Oppolzer und Jonas Wolter in der vierten Reihe aufgestellt wurde von Andreas Brockmann.
Wörle, Graysell und Lewis. Jetzt also die zweite Reihe beim ISV Kaufbeuren. Und auch die zweite Reihe bei den Kaslaskis mit Justin Kirsch, Corey Trevino und Austin Carroll. Philippe Pali. Letzte Minute läuft. Kurzjohl. Da ist Joey Lewis. Kann irgendein Team hier doch noch die Entscheidung vor Ablauf der regulären Spielzeit herbeiführen? Das ist die große Frage. Brandon Graysell. Jetzt vielleicht die Kontermöglichkeit für Kassel. Jetzt vielleicht den Spatenstich. Kirsch. Bringt die Scheibe rein und Austin Carroll. Da hat nicht viel gefehlt, um diesen Puck zu verwandeln. Austin Carroll und wieder Justin Kirsch. Die Chancen sind da für die Kassel Huskies. Kaufbeuren schwimmt. Aber die Huskies bekommen die Scheibe an Jan Dalgic nicht vorbei. Und es sieht zumindest danach aus, als würden wir erneut in Kassel in Overtime gehen. Letzte Gelegenheit, Kurzjohl auf Jerry Kuhn. Und das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Und somit gehen wir auch in Spiel 3 in Overtime. Heiß umkämpft. Kaufbeuren setzt Kassel hier zu Hause wirklich unter Druck. Aber Kassel lässt nicht locker. Sie wollen und sie brauchen in der Verlängerung jetzt den entscheidenden Siegtreffer. Auf geht's! Und das sind die Highlights. Hier ist dann in die Overtime geht. Hier nochmal der Ausgleichstreffer von Austin Carroll, der so vehement wichtig war. 23-18 ausgeglichen, auch bei den Checks. Die Offensivzeit da, der ESVK deutlich überwiegend. Aber die Chancen zuletzt gehörten dann doch den Kaslaskis und auch die Bullies. Relativ ausgeglichen zwischen den beiden Mannschaften. Wir gehen also rein in die Overtime. Overtime Nummer 1. Wer kann, wer will und wer wird dieses Spiel für sich entscheiden. Kassel von rechts nach links. Sami Blomqvist. Antti Kerele, Max Lukas auf dem Eis. Ketteron Eiching an der Verteidigung. Kaufbeuren will da nicht lang Kräfte lassen. Jetzt fahren sie sich aber den Konter ein. Duffy in der Mitte, Ben Duffy. Aber schlecht gelöst und somit die Kontermöglichkeit für die Gäste. Kerele. Eichinger, Scheibe frei, Tor! Was für ein Fehler! Und das war ganz bitter. 4:3 gewinnt der ESV Kaufbeuren. Und das ist die Entscheidung. 3:0 in dieser Serie. Kassel wieder geschlagen. Der Schuss von Eichinger. Und dann ist es Sami Blomqvist. Wie auch in der ersten Partie bringt er dem ESVK den entscheidenden Treffer. Und Kassel mit 0:3 zurück. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mir natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns bei der nächsten Partie wieder zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Kaslaskis. Bleiben Sie treu. Bis zum nächsten Mal.